Ist heute mal wieder ein herrlicher Tag und damit begrüße ich euch natürlich zu einem weiteren Part von Bully. Ja, nicht nur, dass heute mein Geburtstag ist. Vielen Dank an die Leute, die drunter schreiben. Happy Birthday, alles Gute und. Nein, heute ist noch super sonniges Wetter. Ich freue mich nachher noch auf meine Freundin und auf jede Menge Geschenke, sage ich mal, oder Pakete zumindest. Ja, Pakete drückt es besser aus, denn ich warte noch auf ungefähr 3 Pakete. Ja, eins davon wird sein, kann ich jetzt schon mal verraten, davon werden auch Videos kommen. Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Oh ja. Ich freue mich jetzt schon. Ich bin ein riesengroßer Street Fighter Fan. Ja, und es werden sehr viele Online-Kämpfe kommen. Sehr viele Online-Kämpfe. Oder keine Online-Kämpfe, weil ich einfach mich nur aufrege. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber was ich weiß, sind wir haben Rudi, der rotrasenige Rentier. Ja. Und Date der Köchin. Date der Köchin? Ach genau. Ja, und die liebe Edna und aus der Kantine hat ja natürlich ein Date. Und wir sollen das beobachten vor irgendwelchen Störenfrieden und Plagen. Und ich bin falsch gefahren. Aber da ich hier in der Nähe bin, mache ich einfach das mit diesem alkoholisierten Weihnachtsmann für Arme. Darüber schnell. Und also Rudi, der rotnasige Weihnachtsmann. Nicht das Rentier, hey, sondern der Weihnachtsmann. What's up? Well, if it isn't my favorite little helper. You want a smoke? Oh no, I forgot. Little Goody Two-Shoes doesn't smoke. So, what are you up to? This, doesn't look like much of a workshop. I know! We gotta fix this dump up! Look through some trash cans for ornaments or any junk that sparkles. This is a classy operation. We gotta look the part. Oh, come on, man. With your whiskey breath and your weird manner? You just scream Christmas spirit to me. Of course, I do. But this dump needs to look nice. You leave it to me, Mr. Claus. Sauber. Wir müssen jetzt im Müll wühlen nach irgendwelchen Glitzersachen. Schöne Scheiße. Ja, okay, fangen wir mal mit der rechten Tonne, sag ich mal, da vorne an. Ja, Tonne nicht wirklich, aber auf jeden Fall. Okay. Ah, verstecken, ja. Weihnachten. Wie stellt er sich denn Weihnachten vor? Für mich ist Weihnachten schön mit Baum, mit Familie und. Und nicht irgendwo in einer Ecke. Ich meine, okay, er ist ein Penner. Aber dennoch. Ja, okay, er versuchte sich so schön zu. Oh, wieder so ein blöder Köter. Ich dachte, die jagen mich nur, wenn ich Postbote bin. Und noch ein Zwerg. What the fuck? Das sind noch diese blöden Zwerge von dieser Burg, die wir zerstört haben. Okay, bring den Müll zum Weihnachtsmann. Ja, ja, ja. Oh, was ich nicht alles in Kauf nehme, nur damit der alte Sack sich ein schönes Fest machen kann. Sind wir nicht nett? Ja. Wir sind... Oh Gott. Schnell rüber. Ja, da kommst du nicht rüber, blöder Köter, was? So, hier ist dein Zeug. Okay, man. Here's all the junk I could find. Nice going, kid. I think we're just about ready for business. Oh, by the way. You brought a camera, right? Oh, nee, keine Fotomission, bitte. I'm afraid the elves let me down this year. Yeah, I kind of figured they would. Don't worry, I got it covered. Good. Now, go stand over there and make me, us, rich. Ho, rich. Ho, ho. Ja, oh Gott. So ein Weihnachtsmann wünscht sich doch kein Kind der Welt. Oh Gott. Oh Gott. Foto machen. Das ist geil. Achte darauf, dass die Kinder auf den Fotos lächeln. Okay. Ah, gutes Foto. Mach noch 4 Stück. Den speichern wir nicht. Okay, nächste Plage. Oh, er weint. Komm, schenk mir ein Lächeln, Kleiner. Nein! Jetzt komm, mach doch. Yay! Okay, nicht gerade unbedingt das siegreicheste Lächeln, aber wird reichen. Na komm,
Du auch. Was wünschst du dir denn von Santa, ha? Yay! Sieht ein bisschen aus wie Steve Urkel. Okay, noch zwei Fotos, glaube ich. Oh, die sieht verwöhnt aus. Nein. Hab keinen Bock zu lächeln. Komm, lächle. Gib Papa an. Hä? Knipse die Kinder, wenn sie sich anständig benehmen. Die lächelt. Die lächelt doch. Sie hat doch gelächelt. Yay! Okay, noch eins. Nee, 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 nicht speichern, nicht speichern. Ach komm schon. Wie schön auch alles hier so passt mit dem Hintergrund und. Ah, herrlich. Dieser super vollgeschmückte Baum im Hintergrund. Ach, sie hat doch gelächelt. So, jetzt aber. Gleich lächelt sie. Yay! Auch wenn man sie gar nicht erkennt. So, das war's hoffentlich. Ja. Der glitzert noch etwas. Hol ich mir gleich. I haven't seen this much dough since my days at the track. The track? Yeah. You know, the reindeer games and oh, hey, I might be able to catch the last race. Gotta go, kid. Here's your cut. Er hat mir gar nichts in die Hand gedrückt, aber okay. Es ist ein altes Spiel. Es ist, glaube ich, 2008 rausgekommen. Ja, für die PS2 etwas früher und dann für den PC natürlich. Und, naja. Ich mag's. Ich bin großer Fan davon. Von Rockstar Games. Und die machen dann... Ach, ich habe ein neues Teil für den alten Sack. Ja, das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Und wir haben eine neue Mission bekommen. Ein bisschen... Nein, warte. Ein bisschen Hilfe 4. Eifersüchtiger Johnny. Klingt irgendwie komisch. Okay. Erstmal zur Bushaltestelle und dann zu dem alten Mann. Denn wir wollen natürlich einen neuen Move lernen und einen neuen Trick. Okay, das Skateboard rauszubringen war jetzt, hat sich gar nicht gelohnt. War irgendwie umsonst. Bald ist auch schon Abend. Wir lernen den Trick, gehen schlafen, machen Unterricht, machen einen neuen Part, lernen, machen eine andere Mission und. Wir haben noch, oh, wir haben noch etwas vor uns. Hui, hui. Und dann habe ich noch später eine, habe ich später noch eine kleine Umfrage für euch. Hui. So, das war jetzt. Oh Gott! So. Entweder fail ich oder ich muss mich... Dieses Skateboard auch im Winter, es ist einfach herrlich. Aus dem Weg! Aus dem... Ich hätte einen lieber. Da weiß ich, dass ich sicher ankomme und... Arsch. Habe ich dem in die Eier geschossen? War auch so geplant. So, hier rein. In den super tollen Hightech-Bus. Und natürlich ein bisschen Hilfe 4. Thanks, Kid. Okay. Now let's train. Okay, bring mir bei. That'll do. You ready to train? Yes, I am. Oh, wir können jetzt eine 5er-Kombo machen. Das ist nice. Wow. Das war's? Wie viele hat er denn noch eigentlich? Transistoren. Heißt das Transistor? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir jetzt schlafen gehen. Und dieses Board macht mich einfach so crazy. Okay, schön an den ganzen Schüler. Hat der gekotzt hier hinten? Wer bist du? Eklig. Ja, ja. Schön, hier liegt einfach irgendwas auf der Straße. Eine Stinkbombe. Nein, da ist ein blaues Kreuz. Wir wollen jetzt keine Botenmission machen, denn wir wollen jetzt ins Bett. Schön in die Haie, in den Jungsraum. Hier ins Abteil. Erstmal ein Nickerchen machen. Was ist mit dem Typen da los? Ich habe ihn schon mal in einem Part erwähnt. He's so crazy. Und eine Ratte. Da spaziert eine Ratte einfach im Flur. Wow. Die achten hier ganz schön auf Hygiene und alles. So. Ein neuer Morgen. Ein neuer Part. Gleich. Ja, gleich. Da hinten wird einer verkloppt und wir sehen uns gleich wieder. Nicht sonderlich actiongeladen war dieser Part, aber ich hoffe, dennoch konnte ich euch erfreuen mit einer kleinen Mission von dem lieben Santa. Und wir sehen uns gleich wieder mit, was machen wir denn, mit dem eifersüchtigen Johnny und erstmal vielleicht eine Unterrichtsstunde. Also, bis gleich, euer Lubu.